Ein paar Tipps hätte vielleicht unser Meistergärtner Reinhard Kittenberger. Schönen guten Morgen. Ein Tipp von vielen, den du in deinem neues Buch gepackt hast, Wunderland der Gartenfantasie. Und was ich sehr spannend finde, auch Falco kommt drin vor, weil für den hast du eins den Garten gemacht. Genau, also da sind viele Tipps natürlich beschrieben, die ich das ganze Jahr gefragt werde, ob hier oder in unserem Erlebnisgarten. Und ich durfte also 86, 87 nach Amadeus im Gasamkamp den Falco einen Garten anlegen. Und diese Geschichte habe ich hier total schön beschrieben in diesem Buch. Auch vielleicht ein Tipp daran, man hat ja dann dort viele Zeit gelebt, eine gute lange Zeit gelebt und hat dann ja seine Depression ein bisschen verarbeitet. Und ich denke, dass da einige tolle Albums entstanden sind, nämlich in meinem Garten, davon bin ich überzeugt. Ich hatte ja ihn ja gut kennenlernen dürfen und einige Jahre mit ihm befreundet sein können, wie auch mit der Ernie Mangold, die noch lebt und eine gute Freundin von mir ist. Über 90 mittlerweile schon, 95 ist geworden, ist, ja.